Ein herzliches Salam aus Doha, liebes Box-User. Es ist Zeit für das erste Videotagebuch vom Trainingslager des FC Bayern München und von Schalke 04 natürlich auch. Beide Mannschaften sind hier Luftlinie vielleicht 100, 150 Meter entfernt. Hinter mir trainieren gerade, wie ihr auch sehen könnt, die Bayern. Direkt hinter mir auch gerade Manuel Neuer, der seine letzte Session absolvieren wird, bevor er morgen früh gemeinsam mit Arjen Robben nach Zürich aufbrechen wird, wo dann morgen Abend die FIFA-Gala stattfindet. Und vielleicht wird Manuel Neuer dort dann zum Weltfußballer gekürt, man weiß es nicht. Das ist das große Thema hier. Das andere große Thema ist, zumindest bei uns Journalisten, die Kälte, die uns etwas überrascht hat. Ohne Jacke und, wie man bei mir sieht, ohne Mütze können wir uns kaum noch bewegen. Und für die Einheimischen ist es natürlich noch viel fürchterlicher, die Temperaturen hier. Sehr untypisch, letzte Woche hat es wohl noch 30 Grad, hat mir vorhin eine Kollegin auch im Hotel erzählt. Aber wir kommen da durch, wir sind es auch so schon gewohnt. Ich möchte euch gerne ein bisschen die Anlage zeigen, auch wenn ich das nicht schaffe. Wie gesagt, hier hinter mir gerade trainieren die Bayern. Auf der anderen Seite, hier macht Juan Bernard und David Alaba machen Einzeltraining. Und wenn wir hinter mir noch sehen könnt, ist da hinten das Hotel der Bayern. Sehr interessant finde ich ganz persönlich das Hotel der Schalke, was da hinten so ein bisschen wie eine Fackel aussieht, soll auch eine Fackel darstellen, ist das Schalke Hotel. Sehr interessant, sehr schön aufgebaut. Eine tolle Anlage, 760 Millionen Euro soll es gekostet haben. Manchmal frage ich mich, was so viel gekostet hat, aber nein, sie haben es ja. Ich werde natürlich weiter noch hier mit ein paar Tagebüchern berichten. Ich hoffe, ich kann euch dann Doha und das Gelände hier und alles noch ein bisschen näher bringen. Bis dahin, bleibt uns erhalten. Ciao.